bedauere sehr, dass die alte Tradition der Diakonieschwestern und ihre Bedeutung immer geringer geworden ist in den nachfolgenden Jahren. Aber jedenfalls solche Einrichtungen zu erhalten, gehörte mit zu den Überlegungen, ich weiß jetzt nicht an welcher Stelle, das will ich auch nicht einordnen, aber gehörte mit zu den Überlegungen, die ich jedenfalls mit beachtet habe. Dabei spielten heftige öffentliche Diskussionen eine Rolle. Und für das Elisabeth-Krankenhaus war die Konkurrenz zum Krankenhaus Moabit. Es war die lebhafte Diskussion um das Albrecht-Achilles-Krankenhaus. Es war die beginnende Diskussion um das Virchow-Krankenhaus und das Krankenhaus Westend, die Zusammenlegung der großen Kliniken und die Verschiebung der Universitätsklinik aus Westend mit Zusammenlegung von Virchow in diesen Komplex. Das alles war ein Stück Hintergrund. In der Politik hat man ein Interesse daran, dass nicht gegen alle und alle Gruppierungen politische Entscheidungen getroffen werden. Es muss demokratisch durchsetzbar sein, es muss eine gewisse Minimierung des Ärgers geben und es muss dennoch die sachgemäße Entscheidung geben. Jedenfalls das Ziel darf nicht in Frage gestellt werden. Ich würde mir wünschen, und das betrifft jetzt nicht das Elisabeth-Krankenhaus, sondern es betrifft konfessionelle oder konfessionell geführte Krankenhäuser insgesamt, dass man sich darauf auch konzentriert, was macht denn das Charakteristikum christlich, evangelisch oder katholisch oder sonst was, wirklich aus.